So, nach langer Zeit haben wir es dann doch geschafft. Bei Planet Key gab es noch ein bisschen Verzögerung. Hat mir keiner gesagt, warum, wenn ich ehrlich bin. Hat mir auch keiner gesagt, dass es losgeht. Aber zum Glück bin ich ja allzeit bereit. Offensichtlich hat Wire nicht so richtig geladen. Es gab einen Bericht aus einem anderen Match. Da gab es wohl auch Probleme. Weil die Frage nochmal aufkam. Also erstmal Dropfix jetzt mit der Knife Round. Könnt sich die Seite aussuchen, möchte natürlich als CT starten. Weil die Frage aufkam, wie lange ich heute mache. Ich begleite euch heute bis zum Finale und einschließlich Finale. Das heißt, wir werden den Sieger heute gemeinsam sehen. Ich weiß nicht, ob Skype bei mir nicht richtig lädt. Uncool. Egal. Auf jeden Fall gehen wir live ins Match. Dotpixels gegen Planet Key. Und wir schauen uns mal an, was die Jungs von Planet Key hier spielen als T. Sügen schaut Richtung Mitte. Ich glaube nicht, dass ich Planet Key bisher habe spielen sehen auf Mirage. Deswegen ist die ganze Sache für mich noch ein bisschen neu. Und auch Dotpixels ist mir für mich noch ein unbeschriebenes Blatt, was Mirage angeht. Also kann ich hier absolut keine Predictions machen. Deswegen lasse ich mich einfach überraschen. Star Wars mit dem Entry-Frag Richtung B. Korai muss auf jeden Fall schauen, dass er einen kleinen Tick zurückgeht. Und seine Möglichkeit, Mates gibt die Möglichkeit zurück zu. Meine Güte, ist egal. Wir reden einfach weiter, wenn wir das Gehirn wieder benutzen können. Dotpixels mit drei Mann, aber der Spot ist aufgegeben. Trouble. 2 gegen 3 Situation. Schöner Headshot von Tony. Wirkte da ein bisschen überrascht, aber konnte den Hit setzen. Und Jin versucht jetzt rauf, den Spot zu ziehen. Strokes sie mit dem Headshot. 1 gegen 2 Situation. Tony. Aber die Bombe, die ist schon viel zu schnell, da wird er nicht mehr rankommen. Kannst du den Hit setzen? Aber das sollte nicht mehr reichen. 1 zu 0 für Planet Key Dynamics. Aber knapp war's. Wäre Tony ein kleines bisschen schneller gewesen, hätte er die Bombe sogar noch entschärfen können. Eine Sekunde hat ungefähr gefehlt, haben wir gesehen. Dementsprechend natürlich die Dotpixels in Eco bzw. kaufen, was geht. Tony hat eine Farmers gelegt und Tarsin die dazugehörige Rüstung gekauft. Schauen wir mal, ob er damit was ausrichten kann. Erstmal ganz langsamer Mitteaufbau von den Jungs von Planet Key. Tarsins Farmers, die ist jetzt gefragt, kann den Headshot nicht setzen. Trouble hat zurückgeschlagen. Nochmal Trouble. Da wäre die Möglichkeit drin gewesen für Tarsin. Eigentlich doch ein sehr solider Spieler. Habe ich schon viele schöne Spiele von ihm gesehen. Auch als Stand-in bei Maus das ein oder andere Mal aktiv gewesen. Und es ist ja nur eine Map, das heißt, es gibt keine Zeit zum Einspielen. Es muss von Anfang an sitzen und bei Trouble scheint es zu sitzen. Track Nummer 3 schon für ihn. Schön, der letzte verbleibende. Star Wars dreht sich um. Hallo, wie geht es dir? Headshot. 2 zu 0 für Planet Key. Die Dotpixels jetzt natürlich mit der Sparrunde. Wieder Bewegung Richtung Mitte. Tony.
Corey hat ihn abgestaubt, aber es macht nichts. Hauptsache weg. Trablin nimmt jetzt langsam die Mitte ein. Toni nochmal Richtung B-Haus beschäftigt. Und Tarsi nachgezogen. Sollte den Frag machen können. Oh, ja, gerade so. Stavros konnte natürlich nicht ahnen, dass er da noch steht. Er hat schon den Verschiebeweg dicht gemacht. Jetzt Tarsin noch durch. Oh, 7 AP. Kriegt er nochmal einen Headshot von Tarsin. 3 zu 0 für Planet Key Dynamics. Und haben sehr, sehr viele Waffen jedes Mal durchgebracht. Das bringt auf jeden Fall gut Geld ins Portemonnaie. Und jetzt geht's in die erste Waffenrunde. Für das Team von DotPixels. Planet Key scheint erstmal die Mittelkontrolle anzustreben. Scheint ein durchgehendes Muster in ihrem Spielstil zu sein. Bin ich mal gespannt. 4 Mann, 2 bei Weinkeller, 2 bei oben. Sehr, sehr taktischer Aufbau. Jetzt wird jemand gepusht. Und Cora hat gut aufgepasst. Headshot sitzt. Das war offensichtlich der Plan von Planet Key. Und jetzt müssen sie neu aufbauen und sich versuchen neu zu orientieren. Die Smoke scheinbar absichtlich links geworfen, damit da jemand rausgelockt wird und Stroxy hat extra hingeziert. Wir wissen, dass Korai natürlich im Mini-Döner sitzt. Und jetzt geht er rum und das ist gerade gefährlich für seine Gegner. Klü sitzt in der Action, wartet auf seinen Moment. Stroxy Richtung Fenster, weiß, dass Jin nachlädt und schön gemacht, rumgezogen. Und jetzt kommt Klü wieder von der Action. Haben wir ganz klar die Dotpixels jetzt ein bisschen ausgespielt. Bomb has been planted. Zwei Spieler von Planet Key sind low und das war der eine, der nicht low war. Also, 2 gegen 2 Situationen und beide Terrors mit einem Schuss jeweils down. Tarsin und Korai und da ist die erste Runde für die Dotpixels. 3 zu 1. Dadurch, dass Planet Key wenig Mann verloren hat in den Ecos, beziehungsweise in den Anti-Ecos, können sie jetzt nochmal vernünftig kaufen. Granate gegen Star Wars erfolgreich und Tarsin hinterhergedrückt. Track für DotPixels. Nochmal die Smoke. Verzögert Planet Key erneut. Die hatten wahrscheinlich versucht, da einen Contact-Go zu spielen Richtung B. Trouble. Unterwegs Richtung Kurz. Korai auf jeden Fall gehört. Korai, Frag Nummer 2. Granate werfen unglücklich in diesem Moment. Nicht optimal ausgespielt. DotPixels Spieler und Strux. Sieh, da hat der Spray nicht richtig funktioniert bei Jin. Und dann werden sie hier bestraft dafür. Toni kann den Hit setzen. 1 gegen 1 Situation, aber Toni klärt es. Zum Glück für seinen Teammate. Ansonsten hätte Jin sich die Runde hier verschulden. Oder hätte Jin die Runde verschuldet. Ein einfacher Frag, den man eigentlich hätte haben müssen. Aber macht nichts. Ist gut ausgegangen für die DotPixels. 3 zu 2. Die gelegte Bombe für Planet Key auf jeden Fall ausreichend, um nachzukaufen.
Aber nächste Runde wird es dann schon dünn. Bisher keines der Teams mit AWP unterwegs. Aber ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit. Struxi steht schon wieder bereit, um Star Wars bei Bedarf ins Fenster zu pushen. Flash Richtung Mini-Döner. Und Trouble. Da ist natürlich ein kleines Loch in die Deckung von den Dot Pixels. Und hier bahnt sich was an. Star Wars steht schon bereit, um Tarsin da abzuzielen. Und Planet Key ist komplett über T-Base verschoben. Richtung A-Spot soll es gehen. Struxi und Star Wars machen sich bereit, den Spot zu splitten. Struxi gegen Tony erfolgreich. Das sollte eine einfach auszuspielende Runde sein. Jin wird vermutlich sein Bestes hier versuchen. Nochmal gegenzuarbeiten. Einen Frag hat er gemacht. Eigentlich unnötig, dass Trouble da überhaupt rumgeht. Man hätte auch problemlos vorne legen können. Dann kommt Star Wars über die CT-Base und das ist es gewesen. Süken kann sich überlegen, ob er die Waffe saved oder ob er es nochmal versucht. Und auch vor allen Dingen, ob er versucht, Schaden anzurichten. 4 zu 2 für Planet Key Dynamics. Also die Fracks sitzen dann doch eher auf der Terrorseite. Dort Pixels muss sich noch ein bisschen steigern, wenn sie hier eine Chance haben wollen. Schon die ein oder andere Aktion gesehen, wo einfache Fracks nicht gemacht wurden. Und das darf dann nicht passieren. Okay. Schön rübergezogen und da wurde von Jin ausgenockt. Tarsin konnte einen Frag machen am B-Spot und hat sich dann verabschiedet. Korra ist schnell da, hat versucht auf den Bombplan zu reagieren. Korra Headshot gegen Stavros. Aber P250 Headshot ist nicht tödlich auf die Distanz. Und Jin hat AK erbeutet. Möchte die in Deckung bringen. Ja, dadurch, dass sie dort Pixels jetzt nochmal gekauft haben, werden sie nächste Runde sich nichts leisten können. Müssten also wieder Eco spielen. Spielt man ja gerne. Viele Teams mögen das, wenn sie zweimal sparen müssen und das wissen vorher. Dann spielen sie gerne einmal kaufen, was geht. Auch ganz interessant zu sehen, Planet Key hat keine Molotovs im Angebot. Kaufen ausschließlich Smoke, Flashes und ein HE. Ah, und die Smoke liegt nicht. Sollte man den Fixpunkt nochmal ein bisschen überdenken. Tarsin, der Erste, der den A-Spot verteidigen muss. Ein Track kann er machen und jetzt in Deckung. Keine Deckung vorhanden. Zumindest keine harte. Und Jin kann einen Frag setzen. Mit der AK reingesprayt, hat sich das zu Nutzen gemacht. Dass er ein bisschen mehr Feuerpower hat als der Rest seiner Truppe. Jin. 2 gegen 2 Situation. Und das wäre der Frag gewesen, der es vielleicht gemacht hätte. Aber Klü, sicherer geschossen. 6 zu 2. Und jetzt kann Dot Pixels wieder kaufen. Bin gespannt, ob wir eine AWP sehen. Nein. Erneut ohne Zoom-Waffen.
Eine Hexe zum Glück. Aus der Action. Hat es geschafft, dass vier Spieler sich auf den Hausbot konzentrieren. Und der Go, der wird auf dem Baseball passieren. Tarzin geht direkt down. Korey als erster da. Toni kommt über kurz. Das dauert aber noch ein bisschen. Über Weinkeller würde ich sagen. Zicken. Versucht zu schießen, kann den Hit setzen. Und da kommt Toni aus dem B-Haus. Jetzt wird es gefährlich für die Jungs von Planet Key. Die müssen sich für eine Seite entscheiden. Crowley hat sich entschieden, offensiv zu gehen. Einzig richtige Variante. Aber sein Mate gefallen und da geht er down. 3 zu 6. Key weiter mit Rifle unterwegs. Warum auch nicht? Sie spielen schnelle Goals auf die Spots bezogen. Oder versuchen durch Lücken zu wieseln. Die Smoke liegt nicht. Der Fixpunkt funktioniert einfach nicht. Stimmt nicht. Ich weiß nicht, wo die liegen soll. Ob sie hier unten auf der Kante liegen soll. Die ist ein bisschen da abgeprallt. Oder ob sie oben reinfliegen soll. Für beide Fälle müssen sie das nochmal überarbeiten, aber Trouble mit dem Doppelkill. Und sie. Kann sie ihn da nicht ausschalten. Das heißt, er kommt mit seinen zwei Frags ungeschoren davon. 3 gegen 3 Situation. Eine Minute noch zu spielen in der Runde. Tarzin ist offensiv und hat die Bombe gespottet. Ganz gefährliche Situation für Planet Key. Und die Bombe da oben völlig offen verloren. Und Tarzin, ganz, ganz wichtiger Frag. Kann dadurch die Mitte um frei halten. Tarzin nochmal. Und der letzte Verbleibende ist Klü. Schön gemacht von Jin hinten in der CD-Base. Hat sich die Granate nicht auf den Kopf werfen lassen. Das sollte auf jeden Fall die Runde für Doptix sein. 6 zu 4. Also auch Planet Key hier nicht fehlerfrei. Alles andere als fehlerfrei. Aber aim-technisch wohl ein bisschen überlegen momentan. Dotpixel scheint jetzt langsam ein bisschen wach zu werden. Autosniper bei Toni. Wird in der Mitte so schnell vermutlich nichts zu tun kriegen. Also der Aufbau bei Planet Key immer wieder typisch. Toni kann einen Frag machen. Rausfällt. Auf jeden Fall zu wenig für die so teure Autosniper. Typischer Aufbau bei Planet Key. 2 über Weinkeller. Dann Mitte rum. Aber nicht hundertprozentig perfekt getimed. Zapros und Schnuxi kamen etwas spät. Zapros reingehüpft Richtung Mini-Döner. Das könnte natürlich Jin eigentlich auch geahnt haben oder entdeckt haben, was er damit machen möchte. Hat aber nicht realisiert, was der aufgeschossene Schacht bedeutet. Glüh oben im A-Haus bereit. Sie warten sicherlich darauf, dass Star Wars da vielleicht noch einen Hit setzen kann. Ein bisschen Verwirrung reinzubringen. Schön gemacht von Star Wars. Jin hat sich direkt getroffen, wurde dafür bestraft. Klü runtergehüpft. Silken hatte keine Deckung von oben. Korey kann mit einem Frag nur abtreten. Und Tarzin über die CT-Base. Das ist sicherlich auch schon angesagt. Kann auch wieder den Frag nicht hundertprozentig setzen. Und 7 zu 4 für Planet Key. Hauptsächlich darüber, dass sie einfach besser schießen. Extra schon kurze Burst und sie wollen trotzdem nicht reingehen.
Aber die Eco-Runde sollte kein Problem sein mehr für Planet Key. Koya hat noch einen Fall gesetzt, kann sich die Galil erbeuten. Wir sind mittlerweile bei 4 zu 8 angekommen und jetzt sehen wir die erste AWP bei Corey. Eben hatte Tony die Autosniper gespielt, jetzt geht die AWP an ihn. Steht unter uns. Also die letzte Flash reingelaufen. Star Wars. Kommt Süken nachgerollt über Switch. Nachgefutscht. Weiß ich nicht. Nicht, dass Süken jetzt hier irgendwie ein bisschen übergewichtig ist und ich ihn jetzt aus dem Gleich habe. Das war nicht meine Absicht. Weiß es nicht. 2 zu 1. Situation da sehen, kommt nicht durch. 2 AP bei Troubly, das war nochmal richtig knapp. Aber die Runde geht trotzdem an Planet Key. 9 zu 4. Saiken. Heißt der Saiken? Okay. Scout läuft dann nicht so gut, hat zwar einen Hit gesetzt, aber das reicht nicht. Da ist er, der gute Seike. Kann keinen Frag mehr setzen, hat so ein bisschen Schaden gemacht. Strux hier auch mit 3 HP wieder unterwegs. Schön, hat ziemlich viel Bewegungsspielraum. Schöner Headshot gegen Glüh. Und Strux ist 3 HP, die hätten auch noch fallen können eigentlich, aber 10 zu 4. Die Gründlichkeit. Ja, warum nicht? Also wenn ich weiß, wie ich ihn richtig auszusprechen habe, dann mache ich das auch schon. Wenn es jetzt nicht allzu schwierig für meine komische deutsche Zunge ist. Schöner Headshot von Tony. Und der offensive Push von DotPixels, der hat gut funktioniert. 3 gegen 3 Situation. Star Wars unterwegs schon über B-Haus. Spot, dann Küche und jetzt vermutlich gleich ins Fenster rein. Hier bahnt sich an der T-Base was an. Tarsin rumgezogen. Ja, die Flash waren nicht optimal. Klü hatte lange Zeit, sich davor umzudrehen. Aber Jin hat aufgepasst und kann Star Wars aus dem Fenster fischen. War die Waffe noch nicht wieder bereit, aber Jin hat nachgeholfen. 10 zu 5 Halbzeitspielstand. Auf der doch CT-lastigen Map natürlich ganz klarer Vorteil für Planet Key Dynamics. Und jetzt warten wir auf die zweite Halbzeit. Beide Teams sind ready. In 10 Sekunden wird die Seite gewechselt. So.
Planet Key Dynamics auf der CD Seite. Braucht 6 Runden. Star Wars hat Tarsin, glaube ich, gespottet. Und es geht Richtung B-Spot. Nex. First Strike. Schön von Nex. Kann er noch einen ausschalten? Aiming. Er hat ganz gut gesessen, aber er wollte nicht richtig umfallen. Jetzt hat Nex seinen dritten Strike gearbeitet. 4. Schön von Nex. Und kann sich das Ace schnappen, wenn er jetzt trifft. 7 HP bei ihm. Er will es so sehr. Er will es so sehr. Man hat es ihm so angesehen. Nex wollte unbedingt das Ace, aber es wurde ihm nicht gegönnt. 11 zu 5. Für Planet Key. Pixel sind immerhin auf dem Spot drauf. Toni kann die Küche einnehmen. 2 gegen 2 Situation. Das ist durchaus machbar für Dot Pixel. Ja, und Klü ist da in sein Verderben gehüpft. Er muss gucken. Korai muss gucken. Und Trouble hat sich selbst verraten. Das sollte doch die Runde. Schöner Headshot. Das Brett. Aber das sollte doch die Runde für Dot Pixel sein, die sich dann hier die zweite Runde direkt gegenholen können. Da hat Planet Key das nicht optimal ausgespielt. Und jetzt 2 Spieler bei Dot Pixels gefallen, 3 Spieler gefallen. Sollte sich Planet Key die Runde hier direkt zurückholen? Drei gegen 4 Situation. Zeigen, versucht es richtig kurz. Schön aufgepasst. Muss ich jetzt gegen 3 behaupten? Das wird nicht einfach. Die Flash hat gesessen, aber Zeigen. Star Wars mit dem Headshot, 12 zu 6. Planet Key revanchiert sich direkt wieder. Ja, ich werde bis zum Finale hier mit euch durch das Turnier gehen. In der Mitte. 6 HP noch bei ihm, aber er hat den Frag gesetzt. Und das ist das, was zählt. Über 2 Situationen erarbeitet. Und Klü ahnt schon, was ihm da gleich bevorsteht. Das ist der A-Push von Dot Pixel. Jetzt schöne Gegenflash von seinem Mate. Direkt gibt ihm dann ein paar Sekunden mehr. Aber Klü war zu lange blind. Trouble wird über den Haufen gepusht. Und die Dot Pixels, die sind rauch auf dem Spot. Smoke Richtung CD Base liegt noch. Jetzt ist sie weg. Und er ist wieder allein. Oh Mann, warum kommt mir das gerade in den Sinn? 2 gegen 2 Situation. Und Toni, 1 gegen 2. Aber es ist Nex, von dem wir da reden, und der scheint ganz gut drauf zu sein heute.
denkt, dass jemand hinter ihm ist. Das wird ganz schwierig da. Dotpings machen das ganz gut. Schöner Headshot von Nex. Aber er denkt die ganze Zeit, dass es C-Base sein muss. Und Korai hat den ganzen Weg über T-Base Richtung A-Haus durchgezogen. Und das ist natürlich keine Chance für Nex, das zu ahnen. Und Korai geht zwar noch drauf, aber das spielt keine große Rolle. Die Runde, die geht an Dotpixel. 7 zu 12. Es geht hin und her. Trotzdem nicht unbedingt optimal gespielt, haben sich ein bisschen lange Zeit gelassen. Nächstes gefragt auf dem B-Spot. Schwierig mit der USP da anzukommen. Keine Rüstung. Trotzdem kann er einen ausschalten. Schön gemacht von ihm. Sauberes Aiming. Aber jetzt fallen die Jungs von Planet Key dann doch einer nach dem anderen. Star Wars, der letzte Verbleibende mit 19 AP. Aber die Deagle, die hat eh nur einen Schuss. Und da links kommt Tarsin rein. 8 zu 12. Dotpixel stellen sich auf Richtung A-Spot. Das sieht nach einem Go aus. Bin nicht ganz sicher, welche Position Tarsin da gleich einnehmen wird. First Strike von Jin im A-Haus. Go. Star Wars mit der Deagle unterwegs. Kriegt den Frag einfach nicht gemacht. Er will nicht umfallen. Natürlich die bei der Schussrate nicht präzise. Strozzi. Auf jeden Fall da die Möglichkeit gehabt, noch jemanden auszuschalten. Granate macht ihm den Chaos. 9 zu 12. Die Dotpixel sind noch nicht vom Feld. Wieder mit Waffen unterwegs. Habe ich überhaupt noch nicht AWP spielen sehen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Weiß auch gar nicht, wer da AWP spielt. Vielleicht Struxi. Klürt im Offensiv geschaut. Dass er der gefallen ist. Tony auch down. Zeichen nur noch mit 12 HP unterwegs. Und das ist ein A-Fake. Lassen sich jetzt ziemlich viel Zeit. Dreimal verloren, ohne dass was passiert ist. Das wird nichts. Star Wars mit dem letzten. 13 zu 9. Keine gute Runde von den Dotpixels. Hat alles nicht funktioniert. Von vorne bis hinten. Alles schief gegangen. Wo ist mein Co-Mod? Hört ihr den nicht? Hab ich ihn irgendwie... Wird sein Voice nicht eingespielt?
Wir sehen, dass Dotpixels es nochmal versuchen will Richtung Asport. Hat ja auch gut funktioniert, warum nicht? So, raufgehen Richtung Spot. Klü steht wieder an seiner Pose, wo er eben schon mal entdeckt wurde. Kommt natürlich nicht mehr weg. Das ist keine, an der man taktieren kann. Das ist eine All-In-Position. Jeweils mit Refract. 3 gegen 3 Situation. Interessant wird, was Davros hier anrichten kann. Und Tony, schön aufgepasst, sorgt dafür, dass in Dotpixels niemand in den Rücken rennen kann. Roxy unten umlaufen, 1 gegen 2 Situation. Kann einen setzen, aber Saiken mit dem Refake zur Stelle. 13 zu 10. Die Dotpixels wollen hier definitiv nicht abtreten. Und Planet Key hat richtig Probleme, die Map hier dicht zu machen. Kommentar des Tages für mich, Blizzard ist wohl Komod. Sollte ich eigentlich hauptsächlich als Komod bei mir im Stream eintragen. Immer wenn keiner da ist, einfach Blizzard reinschreiben. Der arme Schmiel. Hat wohl nicht genug geredet. Tarsin Richtung Action unterwegs. Und Klü. 3 gegen 3. Nochmal Klü. Kann sich sogar die Waffe ergattern. Das könnte auf jeden Fall die Runde für Planet Key sein. Dotpixels hat sie sich aus der Hand nehmen lassen. Sind alle einzeln rangelaufen. Tony mit wenig AP unterwegs. Gegen zwei verbleibende 14 zu 10. Nicht gut gespielt von Dotpixels. Haben sich gegen die Echo einzeln holen lassen. Jetzt mit einer Force-Buy-Runde reingehen. Wollen von Draw natürlich überhaupt nichts wissen. Play. 3 gegen 3 Situation. Und wieder Stavros von hinten und wieder Dotpixels. Gut aufgepasst. Stroke sie down. Und next gegen 2. Oh, Saiken hat sich da ein bisschen verschätzt, was das Geräusch angeht. Da spielen sie gut mit ihm. Ganz, ganz schwierig für ihn. Kaum eine Möglichkeit, ranzukommen. Saiken mit dem Headshot. 11 zu 14. Es geht hier wirklich immer hin und her. Ohne Kill. Lü, ordentlich abgezielt von Tarsin. Nochmal Tarsin und nochmal Tarsin. Schön geschossen von ihm.
Und da kann er sich den nächsten Frag auch noch gönnen. Nein. Kann er nicht. Oh, Trouble hat nochmal einen Headshot gesetzt gegen Korea, aber es reicht nicht. 14 zu 12. Nex hat seinen Blick gerichtet Richtung B-Haus. Schöne Flash von dort, PX-Hits. Hat ihn erstmal verjagt. Kann nicht in die Smoke reinschauen. Das war ja der Vorteil, den er sich erarbeiten wollte. Stavros. Und jetzt Nex noch mit dem Frag gegen Korai. Und da geht Süken ans Werk. Seiken, sorry. Das ist down. 15 zu 12. Da ist die 15. Runde für Planet Key. 3 Matchpoints gibt es. Und dort PX-Hits kann sich jetzt keine Fehler mehr erlauben. Und was noch dazu kommt, sie haben nicht optimal Geld. Korrekt kauft sich, was er eben kaufen kann. Attack 9 ist angesagt. Tazin steht da ganz vorne, will er gleich mal schauen. Flash lag nicht so optimal. Ich weiß nicht, warum er da groß rumflasht. Vielleicht um Reaktionen abzuwarten. Klüb in den First Strike Richtung Action. Geht down, hatte kein Backup von hinten. Und Stroxy. Unterholz ist auch schon angesagt. Das muss eigentlich gecheckt werden. Dort Pixels haben es gefunden. Und sich abgamed. 2 gegen 4 Situation. Und wir gehen alle down. 13 zu 15. Und wieder Planet Key mit Schwierigkeiten, die ganze Sache hier dicht zu machen. First Strike für Planet Key. Klimmt der Scout ganz gut unterwegs. Trouble steht im Scoreboard ganz oben. Jetzt Richtung B-Spot. Nex kann es ansagen. Stroxy ist unterwegs. Stavros steht bereit. Nex mit der Pistole. Ein Frag mit der USP. Ist eigentlich schon viel zu viel. Und schön von Stavros. 2 Klicks, 2 Kills. Natürlich beide angeschossen, keine Frage. Aber das sollte doch die Runde sein. Es sei denn, Jin kann hier nochmal ordentlich aufräumen. 25 Sekunden auf der Uhr. Jetzt laufen sie wieder alle rein. Jin! Mit dem Frag und Trouble kommt übers B-Haus. Das kann er unmöglich wissen. 18 Sekunden. Und das muss die Runde sein. Aber Jin schaut. Er hat ihn gefunden. 13 AP. 13 Sekunden wollte ich sagen. Und Jin legt durch. Oha. Das könnte es hier noch werden. 1 gegen 1 Situation. Trouble mit der schlechteren Position. Muss an die Bombe ran und hat keine Waffe. Jin richtet es 1 gegen 3. Und das muss ich Planet Key hier selbst vorwerfen. Das war nicht gut gespielt. Offensiv gestanden und einzeln in ihn reingelaufen. Hätte man besser ausspielen können.
Und so ist es 15 zu 14 und Planet Key kann die Map nicht dicht machen. Und unter Umständen gehen wir hier sogar noch in die Overtime. Clue mit dem First Strike im Haus. Saiken. Übers A-Haus unterwegs. Klüh hat sich defensiver hingestellt. Vielleicht aus seinen Erfahrungen der letzten Runde ein bisschen gelernt. 50 Sekunden auf der Uhr. Und Koei, der kommt da unten über Switch. Von ihm hängt hier ein bisschen was ab. Wenn er einen Frag setzen kann gegen Stroxy, dann ist es gefährlich. Anschuss gegen Stroxy, aber der hüpft ihm ins Gesicht. Granate gegen Stroxy hat gesessen. 3 gegen 3 Situation. Trouble weggesmoked, es läuft auf den Retake bei Planet Key hinaus. Jin, 2 gegen 3. Trouble mit Break Nummer 2. Und next, offenes Feld für Jin, 16 zu 14. Richtig, richtig knappe Kiste. Planet Key kann es gerade noch dicht machen. Und lange hat es gedauert. Ich würde sogar behaupten, dass Planet Key deutlich besser gespielt hat. Aber eben